Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin im Hotel, so luxuriös ist Hey Aaron, aber das Ding kennt ihr noch, das ist ein Fernseher und den hat man angestellt und früher, bevor YouTube da war und alles andere, gab es Musikfernsehen. Man ist nach Hause gegangen, hat den Fernseher angemacht und hat Musik gehört. Ja, dann gab es mal Werbung und es gab Sendung und es gab einen Sender, der kam nach Deutschland und alle haben gesagt, wow, Viva. Und ich habe mich da auch beworben. Dreimal. Habe dreimal einen Korb gekriegt. Und ich wollte immer so sein wie die Viva-Moderatoren. Cool, beliebt, Fanpost, alles drumherum. Irgendwann war Viva nicht mehr da. Und der größte Viva-Moderator, ja, wenn man den Namen Viva sagt, hat man im Kopf das Logo und Mola Adebisi. Und deswegen habe ich mich gefragt, was macht eigentlich... Ich ziehe mir jetzt schnell Schuhe an, dann holen wir Mola aus seinem Hotel ab und gehen erstmal frühstücken. Und dann erzählt er mir hoffentlich, was hat er anders gemacht, dass er bei Viva genommen wurde und ich nicht. Ich freue mich ja wirklich wie Bolle, dass wir hier sitzen. Ich habe es vorhin erzählt, ich habe mich mit 16, 17 und 18 bei Viva beworben. Und die haben dich nicht genommen? Ja, aber ich habe letztens auch noch mal die Videos gesehen und ich selbst saß davon und dachte, was für ein Vollpfosten. Schwierig, ne? Das ist ganz lustig. Ich habe rausgefunden, bei den ganzen Castings war ich oft da und wir haben uns dann so einen Spaß draus gemacht. Saßt du da und hast gesagt? Nein, aber die Castings liefen ja, während wir ganz normal produziert haben und ab und an war es dann halt so, dass wir die Leute gesehen haben, wie die reingekommen sind, haben wir dann auch geguckt, oh, wer sieht interessant aus. Hast du mal irgendjemand, du bist ja Urgestein, ja. Und dann gab es ja so Nachzügler, keine Ahnung, wie, war Stefan Raab nach dir, kam rein? Alle kamen nach mir. Also. Hast du so einen Stefan Raab zum Casting kommen sehen und dachtest so, ach, nee, Steffen war von Tag 1 besonders. Ne? Der hatte ja seine eigene Personality-Show. Ich glaube auch nicht, dass der ein klassisches Casting gemacht hat. Steffen kam auch schon mit einem 5er BMW. Also damals, wir waren ja alle 18, 19. Wir hatten so Klapperkissen. Ich hatte so ein, ich glaube, so ein Polo oder so ein Golf. Mit. Ich habe am 23.11.1993 habe ich den Vertrag unterschrieben. Wusstest genau. Du, was Viva wird? Nein, also das Lustige ist, der hat mich angerufen oder beziehungsweise ich wurde jetzt zu dem Casting gerufen. Der Ursprung war René Rennefeld, damals Diana Musikverlag, Four Reefs, Klotfisch Musik. Und die haben gesagt, geh mal zum Casting. Und da habe ich gesagt, ja was denn? Ja, so Musikfernsehsender. Da sag ich, ja MTV, weltweiter Konzern, Musikfernsehen. Wie soll das heißen, Viva? So ein Schrott. Ja, mach ich. Und dann, ey Bruder, warst du gestern beim Casting? Ah, boah, hab ich schon da vergessen, sorry. Zweite Casting, ich habe eine Alte kennengelernt, ich war 19, mir war es egal, getanzt. Scheißegal, wieder nicht hingegangen zum Casting. Bin zweimal nicht hingegangen zum Casting. Aber das dritte Casting, das war dann in Köln halt. Ja. Das ist 20 Minuten, da fährst du mal eben hin, so zwischendurch, hast du eine Stunde frei gekriegt. Und bin dann mal eben, das war für mich an dem Tag das Unwichtigste, was ich tun konnte, dieses Casting. Und das Lästigste. Und das hat dein Leben komplett verändert. Absolut. Ich kam dann und hab gesagt, ey Jungs, kann ich als erstes rein und so. Ich muss wieder weg. Ey, pass auf, ich bin's, Mola Adebisi, ich komme aus Solingen, Bar, bin 19 Jahre alt, mach ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Rap-Tanz jetzt, mach eine Pirouette, spring in die Luft, ja, lande im Spagat, sag ich ja. Also viel mehr kann man ja nicht mehr machen, ne? Das war meine Vorstellung. Ja. So. Hattest du damals schon so ein Selbstbewusstsein? Ich war mal beim TAF-Casting und habe komplett versagt. Ich bin eine Rampensau. Ja, das kann ich und das hatte ich schon immer. Ich habe ja mehr Spaß als die Leute, die mir zugucken. Das merkt man mir auch an. Wenn ich jetzt in so eine Situation gedrückt werde wie so ein TAF-Casting, wo du nur noch deine Stimme reduziert bist und so, dann bin ich auch nicht mehr so selbstbewusst. Aber wenn ich jetzt mit allem arbeiten kann, was ich habe, Beatbox, Tanzen, das, Performen, dann blühe ich auf. Und dann? Hast du das Casting geschickt, hast deinen Vertrag unterschrieben? Ja. Darf man frech fragen, was stand denn damals da drin? Was war dein Gehalt? Ich glaube, mein allererster Vertrag war 4.500 Mark. Was ein guter Verdienst zu der Zeit war? Ja. Was ich immer in meiner naiven Social-Media-Welt denke, ich habe ja auch eine Agentur und ich denke mir so, ey, der Mola und die müssen doch alle ihre 30, 40k im Monat gemacht haben. Haben wir auch gemacht, aber nicht bei Viva. Also ich habe mein Geld nicht bei Viva verdient, sondern mit den Veranstaltungen. Ah. Ja, ich habe ja dann sehr viel moderiert und bin zu Events eingeladen worden, in Diskothekenjobs und so weiter und so fort. Damals sehr viele Gewinnspiele, lustigerweise. Und da habe ich das Geld gemacht. Also man muss ja sagen, ich denke, die TikTok-Kids wissen nicht mehr so krass, wer du bist. Ja. Aber ich denke, alle zwischen 28 und älter
kennen dein Gesicht. So ab 30 würde ich sagen. Ab 30 geht's los, dann wissen die Leute, wer ich bin. Du hast wirklich alle getroffen, das darf man nicht vergessen. Alle, ja, ja. Wer war der coolste? Lenny Kravitz. Ja? Mit Abstand. Warum? Also Lenny Kravitz werde ich nie vergessen. Du musst dir vorstellen, warst du schon im Fernsehen, du musst dir vorstellen, dass alle Leute, die in dem Sender arbeiten, die im Studio nicht zu suchen haben, auf einmal da waren. Auf einmal da war. Personalabteilung, Buchführung, alles war da. Und die Mädels alle so mit Babyöl eingerieben, die Titten da oben. Ich kam runter, ich so, was macht sie denn? Aber Vorstand, Marketing, dies, das. Alle standen sie da rein und als Lenny gekommen. Und der ist ja wirklich nur 1,65 Meter groß oder so. Ne? Der kam rein mit der Sonnenbrille in der Hand. Ne? Und wirklich, der kam da rein, hat nur geguckt. Und dann irgendwann habe ich dann so moderiert und so und moderiert und moderiert und moderiert und moderiert und irgendwann fielen mir keine Fragen mehr ein. Ich war total durcheinander, weil ich ja mal so ein gewisses Fragenset hatte pro Take. Und dann sagte ich, boah, ich bin gerade ein bisschen raus, weil ich wusste, der Take ist eigentlich zu Ende im Gefühl, an meiner inneren Uhr. Und dann habe ich aber weitergemacht, dann hat er mich ein paar Sachen gefragt und dann ging es alles weiter. Und dann irgendwann sagte mein Regisseur, ey Mola, ich so im Ohr, ich so ja. Scheiße, der Typ ist so cool, ich war so gefesselt, ich habe vergessen, die Werbung einzuspielen. So, dass das den Frauen passiert, aber Lutschka, was ist los mit dir? Ey, der Typ ist unfassbar. Und wer war die größte Arschgeige? Nena. Aber auch, warum? Nena ist bestimmt ein netter Mensch. Ich habe nichts gegen dich, ich sag das immer, aber sie war sehr, eigentlich gefolgt von Jan Delay. Wobei Jan Delay, da war das so ein, der ist cool, der macht Hip-Hop und ich bin auch cool, weil ich mach Viva. Das war so ein Ding, wir waren ja beide jung, das haben wir dann schnell geklärt. Ne? So. Aber bei Nena war das tatsächlich so, der Ablauf war so, wir kriegen Künstler, wir kriegen Informationen vom Künstler, wir bereiten uns vor, der Künstler kommt, wir interviewen dich. Hast du dich selbst bei Viva vorbereitet oder hattest du eine Redaktion? Ich hatte eine Redaktion, aber ich kannte alle Künstler irgendwann schon. Und bei Nena war das genauso, nur die CDs. Die CDs sind halt... Jetzt muss man kurz mal den Zuschauern erklären, was CDs sind. Das ist eine silberne Scheibe, wo Musik drauf ist. Ja, und dann war das halt so, Nena hat ein Album rausgebracht, ein Kinderalbum, irgendwie mit Kinderliedern. Und dann sagte sie so irgendwie, ja, Lied 4, dies, das und so weiter und so fort. Und dann, das hast du ja gehört, sag ich, nein, pass auf. Leider kriegen wir die Songs nicht zu hören. Also nur die Singles oder das, was wir im Video hören. Da war die so angepisst. Die hat das ganze Interview nicht mit mir geredet, weggeguckt und die war sowas von, ich konnte gar nichts machen. Also, und ich war es ja wirklich nicht schuld. Arbeitslos. Das ist für mich wirklich gerade so ein, ich als kleiner Junge zu Hause, am besten krank gewesen, weißt du, den ganzen Tag entweder Pokémon geguckt oder Viva. Ja. Und das alles zu hören, ich werde jetzt, das ist verrückt. Hast du mal mit einem richtigen Weltstar rumgeknutscht? Nein, weil ich Schiss hatte. Warum? Ich habe den regelrecht den Schwanz angezogen. Ich hätte die Chance gehabt bei Mariah Carey. Mariah Carey stand. Dann, das wäre Rente. Vollidiot. Richtiger Vollidiot. Der Content unseres Lebens oder unseres Schaffens war ja nun wirklich hochinteressant. Ich hätte ja, was bei uns Backstage passiert ist, was so hinter den Kulissen war, das war ja schon sehr, sehr interessant. Ne? Also gut oder schlecht? Weil Mario Basler sagt, Gott sei Dank hab's kein Social Media damals, sonst hätte man mich immer überall rausgekommen. Sagen wir mal so. Wir waren ja schon teilweise wild. Ne? Es war schon, ich bin ganz froh, dass ich zu der Zeit, sagen wir mal, der alte Mola, den es jetzt nicht mehr gibt, da gab es ja schon, also wenn man da mit Standort und dies und das, das wäre schon problematisch geworden. Hat der alte Mola was anbrennen lassen? Ich glaube nicht viel. Nicht viel? Nicht so viel. Also auch jetzt nicht so brutal wie die Boygroup-Jungs, die wirklich alles weggemäht haben, was Dreck auf Bauch, also wirklich brutal. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber da waren ja schon ein paar bei, die wirklich Gas gegeben haben. Ne? Mola, wo geht's jetzt hin? Ja, jetzt geht's direkt zur Venue, oder? Du hast heute noch einen Auftritt. Einen kleinen Auftritt, ja. Ich mache eigentlich das Gleiche, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. Ich moderiere dieselben Künstler an und dieselbe Musik. Also das ist total irre. Wann ging die Viva-Zeit eigentlich zu Ende? Für mich 2005, glaube ich, war ich schon nicht mal bei Viva. Herzbrock oder passiert? Ja, natürlich. Ach gut, es war jetzt so 10 Jahre. Es war eine geile Zeit und ich habe sie sehr genossen, habe dann angefangen zu studieren. Was, hast du auch zu Ende studiert? Ja, ja. Was bist du denn?
Marketing, Betriebswirt habe ich. Ich habe das studiert, was alle anderen auch studieren, wenn die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Okay, aber wie war es denn? Du hörst bei Viva auf, verdienst gutes Geld. Hat man da nicht Zukunftsängste? Ja, total. Du hast totale Zukunftsängste. Ich war ja bei Viva fest angestellt und habe immer nebenbei schon gearbeitet. Ja. Ich hatte immer schon als Selbstständiger Einkünfte. So, und jetzt mache ich mal ein bisschen hier, ein bisschen da. So, wie ich jetzt. Ich habe sehr, sehr viel zu tun als DJ, ich habe sehr, sehr viel zu tun als Moderator. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann ich jetzt noch eine Firma da reinpacken kann. Und habe dann irgendwann mal in Corona angefangen mit Tiefbau, lustigerweise. Tiefbau? Mhm. Ich brauchte irgendetwas, was Corona-sicher ist. Ja. Und dann habe ich hab einen Kumpel gesagt, du musst Tiefbau machen. Glasfaser ist die Zukunft. Und jetzt hast du eine Tiefbaufirma? Jetzt berate ich Tiefbaufirmen. Ne? Immer. Jetzt sind wir hier bei der 90er Party. Ja. Und als Mola aus seinem Auto kam, meinte ich, wie viele Leute kommen. Ich habe 3000 geschätzt. Es wären 15.000 Leute und ich verstehe es jetzt, wo wir hier sind. Ja, das sind natürlich die größte. Also die größte war tatsächlich, moderiert habe, Schalke Arena mit knapp 60.000. Wir haben heute ein krasses Line-up. Rednex ist da. Rednex Oli P ist da. Ja. Blümchen ist da. Sehr gut. Das ist Labouche, Snap. Ich glaube, Culture Beat. Macht euch bitte startbereit. Wir öffnen jetzt das Festival. Ich wünsche allen viel Spaß, passt auf euch auf und gebt Vollgas bis heute Nacht. Damit danke, meint er dich, gebt Vollgas. Ja, ja, wie lange leider. Geht's bis heute Nacht ist? Ja, 11, halb 12. Ui. Wie hältst du, also acht, also es wäre ein paar Stunden durchmoderieren. Red Bull? Red Bull. Freunde, bei der 90-Partys, aber auch insgesamt, muss man den ganzen Tag ordentlich was trinken. Und ich habe früher nicht so viel getrunken. Und seitdem ich Air-Up habe, läuft es richtig gut, weil schon alleine, wenn man die Flasche immer dabei hat, immer voll macht und immer ordentlich dran zieht, trinkt man genug. Und jetzt sagen viele von euch, ja, aber Wasser an sich ist jetzt nicht so geil. Da kann ich euch sagen, Air-Up hat das Zaubermittel. Und zwar gibt es hier die Pots. Wenn ihr den reindrückt, schmeckt es ganz normal nach Wasser. Aber wenn ihr dann rauszieht, dann schmeckt es bei mir jetzt nach Orange. Und das ist ganz toll. So ein Pot reicht für 5 Liter Geschmack. Ich kann euch immer noch sagen, mein Geheimtipp, der Cola-Pot. Es schmeckt wie Cola, aber ihr trinkt Wasser. Das bedeutet, ihr habt vollen Geschmack, aber keine dicke Plauze am Ende. Also, was will man mehr? Gerade kurz, als wir gequatscht haben, hast du gesagt, du weißt jetzt nicht, was du da draußen machst. Ich gehe einfach raus. Ich war schon immer so, dass es auf die Bühne gehen und dann kommt es. Wirklich? Ich denke mir keine Moderation aus, gar nicht. Alles, was du gleich siehst, ist Freestyle, immer. Na, mein Lieber, wie läuft's? Du, ja, läuft ganz gut eigentlich, ne? Ich hab Spaß, ich das Wichtigste. Ich war beeindruckt, als du rauskamst. Du bist ja hier, ja, guck mal, auch ein Leben ist schön, ich hab alle lieb. Ja. Und dann auf einmal Lunte an und gib ihm. Ja, aber ich bin ja ein bisschen älter, da muss man die Energie sparen, weißt du? Kann ich hier nur so auf halber Flamme fahren? Jetzt haben wir darüber geredet, wie es war bei Viva, wie es aktuell ist. Ja. Wie sieht es denn demnächst aus mit 60, 55 in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ich bin ja immer ein kreativer Mensch und ich habe ja auch zum Glück was gelernt. Und irgendwann wird das dann so auslaufen. Also ich habe ja noch Zeit, die 2000 kann ich auch so ein bisschen mitmachen. Da war ich ja noch bei Viva. Ja, und dann wird das wahrscheinlich immer weniger werden. Wobei, ich sehe ja hier Lane und so und Masterboy, die Jungs sind ja alle um die 60. Ja? Und sind noch auf der Bühne, also von daher mache ich mir noch ganz gute Chancen. Und auflegen kann ich ja auch andere Musik, theoretisch gesehen. Ja. Liebst du, was du machst? Ja doch, ich liebe, was ich mache. Ich glaube, man merkt das auch, dass ich mache, das ist auch so wenig anstrengend für mich. Ne? Das ist so, auf Englisch sagt man effortless. So, ich sage, ich gehe raus und ich lasse mich einfach treiben. Ich nehme die Energie von den Leuten mit. Die Leute haben einfach Stimme. Das ist das Schöne an den 90ern. Ja. Die Leute kommen, um Party zu machen. Die Leute kommen, um Spaß zu haben. Und du gibst ihnen das einfach. Du gibst ihnen die Musik, damit sie feiern können. Und wann war Mola am glücklichsten in seinem Leben? Immer jeden Morgen. Also du, klar war die 90er Jahre waren die unbeschwert. Ja, das war schon sehr, sehr schön. Aber ich war natürlich in den 90er Jahren noch, halt wusste ich nicht, was ich jetzt weiß. So, und das ist so schön, mit diesem Know-how Sachen zu realisieren und immer wieder dazu zu lernen. Ich bin ein strebsamer Typ, deswegen freue ich mich auf das, was kommt.
so geht es jetzt den ganzen Tag noch weiter. Ja, genau. Machen runter. Genau. Sagen wir mal, ich bin jetzt aus Zedenick, der Dorfdisco macht eine 90 Party. Genau. Ja? Nenne drei Sachen, wo ich die Leute immer kriege. Zombie, Cranberries geht Zombie, immer. Zombie, Zombie. Alle singen mit. Was immer geht, ist Backstreet Boys, Everybody. Ja. Und was auch nie fehlen darf, ist Culture Beat, Mr. Vane. Und Rhythm is a Dancer. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Es war für mich ein Erlebnis mit Für mich war es eine Ehre. Meine Lieben, das war's mit Was macht eigentlich Mola Adebisi? Für mich war es ein schöner Tag. Ich hoffe, ihr sagt auch, geil, dieser Typ hat meine Jugend geprägt und es geht ihm gut, was sehr toll ist. Und ihr habt jetzt eine Aufgabe. Schreibt mal in die Kommentare, wen soll ich noch besuchen? Und Leute, seid realistisch. Wenn ihr weiterhin Stefan Raab da reinschreibt, kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, außer wir gehen richtig viral mit den Videos. In dem Sinne, Kommentar da lassen, liken, schaut bei Mola auf jeden Fall auf Insta vorbei und grüßt ihn mal, euren Jugendheld. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.